Hallo und herzlich willkommen zurück zur Videoserie zum perfekten Kalender. In der letzten Folge habe ich euch erklärt, dass ich angefangen hatte, mit eigenen Vorlagen zu experimentieren. Ich habe meine erste eigene Vorlage erstellt und bin auf ein System gestoßen, was sich Discbound System nennt. Und diese kleinen Teile sind das Herzstück von diesem Discbound System. Ja, ich bin nämlich auf den sogenannten Happy Planner gestoßen und musste den unbedingt haben. Ich habe mich darin verliebt und dieser Happy Planner wird eben zusammengehalten durch diese kleinen Discs. Ich habe euch hier einmal einen der Umschläge mitgebracht. Die sind um diesen Happy Planner drumherum und wie gesagt, diese kleinen Discs, die halten den Planer zusammen. Man kann die hier verankern und das ist eben das Besondere. Sie sind flexibel, denn ich kann jetzt hier beliebig viel Papier reinpacken, aber eben auch wieder ganz schnell ausheften. Dieses Discbound-System gibt es nicht nur beim Happy Planner, sondern auch beim Arc Planner von Stables. Also wenn ihr euch dafür interessiert, einfach mal googeln. Und ich habe mir hier noch ein kleines Band, um eben den Planer, der dann immer dicker wurde, auch zusammenzuhalten, drumherum gemacht. Und das hat für mich eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Ich habe nämlich angefangen, diesen Happy Planner zu kombinieren mit meinen eigenen Inlays. Und das möchte ich euch heute mal zeigen. Ich habe nämlich die Monatsübersichten vom Happy Planner genommen. Und ihr seht, das ist eigentlich hier eine ganz schöne Sache, denn wir haben hier die Monate, die wir eben im Planer haben, die Monatsübersichten. Und nach einem solchen Monat kommt die eigentliche Planung, die Wochenplanung. Das zeige ich euch gleich. Dadurch, dass der Planer aus den USA kommt, ist er eben komplett in Englisch. Aber wen das nicht stört, der kann durchaus diese Planer benutzen. Aber kleiner Tipp, das gibt es inzwischen auch von anderen Anbietern. Und wenn ihr einmal dieses System habt, und das erkläre ich nachher nochmal, dann könnt ihr mit Hilfe eines speziellen Lochers alle eure Inlays in einen Happy Planner, in einen Arc Planner verwandeln. Ihr könnt egal was in eure Planer dann reinheften. Und das ist eine ganz tolle Sache. Wie gesagt, ich habe mich 2017 war das für eine Kombination entschieden. Ich habe die Monatsübersichten benutzt und meine eigenen Wochenübersichten, die ich euch gleich zeige. Ihr seht, bei den Monatsübersichten habe ich es eher minimalistisch gehalten. Ich habe weiterhin diese Aufkleber benutzt. Ihr kennt sie bestimmt noch vom allerersten Video. Da habe ich euch das auch schon gezeigt. Und ja, die habe ich weiterhin benutzt. Ich habe Abstand von den Stempeln genommen, weil mich meine verschmierten Hände genervt haben. Somit bin ich auf die Aufkleber umgestiegen und ich habe dann versucht, immer so die Ferien so ein bisschen zu umrahmen und wichtige Termine, die die Schule betrafen, mit Rot eingetragen, wichtige andere Termine mit anderen Farben, private Termine mit Schwarz. Und wenn eine Klausur, eine Klassenarbeit anstand, habe ich das hier auch reingeklebt, diesen Aufkleber, um eben auch zu sehen, wie voll eine Woche oder ein Monat ist, um dann eben auch zu planen, wann Korrekturen stattfinden können oder wann die Zeit besonders knapp ist. Ja, blättern wir mal in eine der Wochenübersichten. Ganz zu Beginn habe ich weiterhin das Bestreben gehabt, all meine Tage, meine Wochentage auf einer Seite zu haben. Und ja, ihr seht wahrscheinlich nicht viel. Das ist eine meiner Wochenplanungen gewesen. Sehr, sehr klein.
Es hat funktioniert, komischerweise, für die Zeit, aber eben nicht lange. Ich glaube, ich habe es 2 Monate lang benutzt, dann wurde mir das doch zu klein und zu fitzlig. Ihr seht, das Prinzip ist ähnlich wie im letzten Kalender. Ich habe hier die Wochentage. Das E bedeutet Essen. Da habe ich immer Essen bestellt, wenn ich das angemalt habe. Und wir haben hier die einzelnen Stunden. Ihr seht, die sind hier wirklich ja, eingetragen im Computer. Das hat natürlich viel Arbeit beim Vortragen erspart. Und ihr seht, es ist trotzdem noch genug Platz, um dahinter sich Notizen zu machen, wie zum Beispiel SLK oder Klassenarbeit oder sonst etwas. Ja, und hier habe ich dann mal versucht, mit To-Dos zu arbeiten. Da habe ich schnell festgestellt, dass es für mich nicht funktioniert, denn mir fiel es schwer, einzelne To-Dos den Tagen zuzuordnen. Und ihr seht, ich habe hier so ein bisschen angefangen, Symbole zu benutzen, um hervorzuheben, wie weit ich mit den To-Dos bin. Ein kleiner Pfeil bedeutete, dass ich sie verschoben habe. Ein ausgemaltes Kästchen heißt oder hieß damals, dass das abgeschlossen war. Und wenn ich so ein Kästchen angefangen habe auszumalen, dann bedeutete das, dass ich mit der Aufgabe angefangen habe, sie aber noch nicht abgeschlossen habe. Und ja, wie gesagt, das hat für mich nicht gut funktioniert, weil man dafür natürlich auch erstmal wissen muss, welche To-Do ich wann zuordne. Ich habe dann ein neues System für mich erarbeitet und das zeige ich euch jetzt. Ihr seht hier, dass ich dazu übergegangen bin, die Woche wieder auf 2 Blättern zu gestalten, aber so, dass ich eben, wenn ich es aufklappe, die gesamte Woche auf einen Blick habe. Und ich bin wieder in die horizontale Ansicht gewechselt, ähnlich wie die Vorlage aus dem letzten Video. Ihr seht hier, dass die Tage Montag bis Freitag zu sehen sind, hier oben die Blöcke bzw. die Zeiten. Und die einzelnen Fächer, die schon vorgetragen sind, was mir natürlich viel Arbeit erspart hat. Ich musste hier dann lediglich die einzelnen Daten eintragen, hier oben, und ob A- oder B-Woche ist, und hatte hier die Möglichkeit, etwas fürs Wochenende einzutragen und die Ziele. Hier unten war Platz für Notizen. Eine schöne Sache. In den Ferien brauchte ich diese Übersicht nicht. Das heißt, ich habe die wirklich nur für die Schulzeit angefertigt und in den Ferien habe ich mit den Monatsübersichten gearbeitet, weil da meistens nicht so viele Termine waren, dass sie nicht in die Monatsübersichten gepasst hätten. Ich habe diese Ansicht dann relativ schnell weiterentwickelt, weil mir eine Sache gefehlt hat und das zeige ich euch jetzt. Ihr seht, die Übersicht ist ganz ähnlich, fast genauso wie die Übersicht zuvor, mit einem kleinen Unterschied, und zwar diese kleinen Kästchen, die ihr hier unten seht. Diese Kästchen haben bei mir den Sinn gehabt, den Fortschritt der Unterrichtsvorbereitung zu zeigen. Ein G stand für die Grobplanung, ein F für die Feinplanung, ein K für die Kopierarbeiten und das Kästchen hier hinten zum Checken nochmal, ob alles komplett ist, meistens am Abend vorher. Wenn man die Tasche gepackt hat, bin ich immer nochmal die Unterrichtsstunde durchgegangen und habe geguckt, ob alles komplett ist. Manchmal gab es dann auch keine Kopierarbeiten, dann musste das natürlich nicht abgehakt werden. Es war genug Platz, trotzdem Notizen wie SLK und so weiter zu machen. Und mir hat das wirklich geholfen, um den Überblick zu behalten, wie weit ich mit der Unterrichtsplanung bin. Denn in dieser Zeit war das manchmal ein bisschen chaotisch. Da hatte ich einige Stunden schon fertig, andere noch nicht. Bei den einen war die Grobplanung fertig, aber eben noch nicht weiter die Feinplanung. Und dementsprechend hat mir das wirklich geholfen, da den Überblick zu behalten. Mit dieser Übersicht war ich sehr, sehr lange sehr zufrieden und habe sie dementsprechend auch in dem neuen Schuljahr benutzt und habe sogar investiert. Ich habe mir eine schöne Hülle gekauft, die mir wirklich sehr gut gefallen hat für den Kalender und wo ich dann
eben ja alles einheften wollte. Ihr seht hier übrigens die größeren Ringe. Die sind jetzt hier nicht ganz komplett. Hier fehlen, seht ihr, ich habe hier zur Stabilisierung erstmal nur ein paar reingemacht. Die anderen sind übrigens in meinem Kochbuch. Ganz, ganz praktisch, Rezepte zusammenzuhalten, wenn man die dann locht. Und ja, die Hülle hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war in der Zeit auf dem absoluten Goldtrip. Und ihr seht, hier vorne ist eine normale Hülle. Das ja, konnte man hier so reinschieben. Und dann hatte man den Kalender. Ich sag euch am Ende des Videos, warum ich von dieser tollen Hülle abgekommen bin. Nun erstmal gucken wir noch einmal in eine Übersicht. Ihr seht hier, ist die schon ein bisschen voller geworden. Ich habe hier wieder ein paar mehr Aufkleber benutzt in dem Jahr. Und für Müll und so weiter. Also man kann ja alle möglichen Aufkleber für alle möglichen Eventualitäten im Internet bestellen. Eine sehr schöne Sache. Ich musste hier ein paar Sachen abkleben, also nicht wundern. Aber sonst sieht man hier das System. Rot sind schulische Termine, blau sind private Termine. Und so konnte ich eine gute Übersicht über den Monat erhalten. Und ja, habe dann diese Übersicht in ähnlicher Weise. Es ist ein kleines bisschen anders. Ich glaube, ich hatte das Programm gewechselt, habe aber ja den Aufbau beibehalten, nur dass sich das hier so ein bisschen kompakter gestaltet hat und ich gemerkt habe, dass ich so viel Platz hier unten gar nicht brauchte. Dementsprechend ist diese Zeile oder ist dieser Bereich hier aus 3 Zeilen geschrumpft. Aber ihr seht auch die einzelnen kleinen ja, Kästchen sind beibehalten worden und so konnte ich hier immer fleißig abhaken. Eine Sache, die ich sehr, sehr schön fand, war das zahlreiche Zubehör, was man für diesen Kalender ja, erhalten konnte. Und das habe ich natürlich auch funktional umgestaltet. Ich erkläre euch mal, wie. Es gibt diese tollen ja, Einstecktaschen und da hatte ich mir einige bestellt. Ihr seht immer mit einem bestimmten Thema und die habe ich wirklich sehr, sehr fleißig genutzt. Zum Beispiel war hier unser Jahresplan immer drin. Auf der Rückseite ein Plan, meistens von der Grundschule. Hier habe ich meine Notenübersichten, also die Punkteverteilung für die Notenübersichten, gesammelt. Und dann habe ich mir selber Inlays gestaltet, denn das, was bisher ja noch nicht Thema war, waren ja so eine Sachen wie die Dokumentation von Meetings, von Leistungsbewertungen und so weiter. Und da hatte ich mir dann in dem Schuljahr besonders viel Gedanken gemacht und was ausgearbeitet. Ich habe nämlich Inlays mir selber erstellt. Vielleicht nicht besonders schön, aber funktional für das Thema Leistungsbewertung. Das heißt, wenn ich einen Schüler hatte, der ein Referat, eine Präsentation oder eine mündliche Leistungskontrolle hatte oder irgendetwas anderes, ein Rollenspiel oder so, konnte ich das hier ordnungsgemäß dokumentieren, um eben auch für Rückfragen der Eltern oder auch des Schülers ja, gewappnet zu sein. Und die habe ich hier gesammelt. Dann hatte ich hier immer noch so ein paar Zettel drin und ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ach ja, hier hinten habe ich die Entschuldigungen, die so reinflatterten, von den Schülern gesammelt. Hier vorne die, die ich noch im Klassenbuch oder im Kursheft abgleichen musste. Hier die, die schon abgeglichen waren und die dann archiviert wurden. Und dann habe ich hier ein ganz wichtiges Inlay für mich gestaltet. Und zwar die Meeting Notes. Hier konnte ich eintragen, bei was für einer Art Meeting ich gerade saß, wichtige Informationen festhalten, aber eben, und das war mir ganz wichtig, dass ich das trenne, auch die Aufgaben, die sich daraus für mich ergeben. Denn bei den meisten Lehrerkalendern hat man ja nur so eine, ja, so eine freie Notizseite. Und was man dann macht, ist zum Beispiel Dienstberatung am aufschreiben und dann schreibt man hintereinander weg. Und das hat mich immer sehr gestört, weil ich fand, dass es sehr schnell unübersichtlich war und ich dann, es sei denn, man hat es irgendwie farbig markiert, aber es schwer zu sehen war, ob man jetzt Aufgaben hatte oder ob das jetzt nur Informationen waren. Und damit hat mir wirklich diese Übersicht
sehr, sehr geholfen. Ja, hier hinten, und das ist auch immer ganz schön gewesen, es gab auch so eine tollen Einstecktaschen. Hier konnte man mal einzelne Zettel sammeln, die von Schülern zurückkamen zum Thema, was weiß ich, Buchbestellung, Wandertag und so weiter. Hatte man alles kompakt und konnte es gleich so wegheften. Und das hatte ich mal noch von einer Internetseite, von einer anderen Lehrerin. Ich weiß leider nicht mehr von wem. Doch, hier unten steht es noch. Jessica Winston. Und die hatte das als Freebie und ich fand das sehr, sehr schön, um einfach mit seinen Eltern die Kommunikation irgendwo zu dokumentieren. Und ja, da wollte ich immer mal noch was Eigenes erstellen, habe ich dann aber gar nicht gemacht. Aber eine schöne Sache, gerade wenn man viel mit Eltern kommuniziert, aus welchen Gründen auch immer. Ja, hier hinten war dann immer, oder ist ja immer noch, ein ziemlich voller Block, wenn man sich mal was notieren wollte oder eben einer Kollegin eine Nachricht hinterlassen wollte oder musste, dann fand ich das immer ganz schön, dass ja der Blog etwas ansprechender aussah und habe ich sehr, sehr gerne drauf geschrieben. Und hier hinten auch eine Stiftlasche, das heißt, man hatte immer alles kompakt zusammen. Eine sehr schöne Sache, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wenn ich so davon schwärme, warum benutze ich das gute Stück nicht mehr? Ihr könnt es euch vielleicht denken. In einer minimalistischen Lehrertasche hat so ein Monsterteil, auch wenn es sehr schön aussieht, keinen Platz. Ja, es war wirklich dann ein Platzproblem. Mich hat es sehr gestört, dass dieser Kalender so viel Platz weggenommen hat in meiner Lehrertasche. Und ich habe mich dann gefragt, das muss doch irgendwie kleiner gehen. Und so schön wie dieses Teil auch ist, es musste dann aus meiner Lehrertasche verschwinden. Und was ich dann gemacht habe, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Falls ihr Interesse habt an den Vorlagen, die ihr jetzt gesehen habt, ich packe euch die natürlich auf meine Homepage www.unterrichtsfrei-zeit.de. Dort könnt ihr euch das runterladen und natürlich bearbeiten, so wie ihr das möchtet und wie es für euch funktioniert. Und dann, wie gesagt, geht's morgen weiter. Bis dahin, genießt eure unterrichtsfreie Zeit. Tschüss, eure Jenny.